Hallo und herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dich hier ganz herzlich begrüßen. Ich heiße Franzi und es ist schön, dass du mit dabei bist, ob das heute zum 20. Mal oder zum ersten Mal ist. Vielleicht geht's dir wie mir. Ich habe es sehr genossen, dass in den letzten Tagen die Temperaturen etwas runtergegangen sind. Und wenn ich ehrlich bin, freue ich mich richtig stark auf den Herbst. Was ich aber am Sommer richtig mochte, ist, dass es mir zum ersten Mal gelungen ist, einen Garten anzubauen und selber Gemüse anzupflanzen. Und als ich neulich abends meine Zucchini-Pflanze gießen wollte, ist mir ein grobes Missgeschick passiert und ich habe sie leider abgeknickt. Und irgendwie war es mir dann doch wichtig genug, so zu versuchen, sie wieder zusammenzustecken, habe ein bisschen Erde draufgelegt und habe gehofft, dass sie vielleicht über Nacht wieder zusammenwächst. Und als ich am nächsten Tag hinkam, lag sie natürlich komplett vertrocknet auf der Erde und ich habe sie schweren Herzens, aber auch schnellen Schrittes zum Kompost getragen, um mein Versagen nicht länger vor Augen zu halten. Warum erzähle ich euch von meinem Pseudogärtner-Dasein? Vielleicht fragst du dich, was hat das jetzt irgendwie mit dem Thema zu tun? Aber mir geht es darum, dass an dieser Zucchini-Pflanze mir irgendwie klar wurde, wie wir manchmal mit unseren Fehlern umgehen oder Dingen, die uns passieren, die wir nicht einkalkuliert haben. Uns passieren Fehler und vielleicht gibt es auch bei dir in deinem Leben gerade Dinge, die nicht so laufen, wie du sie dir gedacht hast. Und wir hoffen vielleicht, dass es dafür irgendwie einen Ausweg gibt, dass wir es irgendwie wieder richten können und versuchen vielleicht so den einen oder anderen Trick. Wir befinden uns gerade in der Geschichte von Ruth und heute schauen wir uns das letzte Kapitel vom Buch Ruth an. Und die Geschichte von Ruth, die hat ganz viele Wendungen und Wirrungen und Überraschungen hält sie bereit. Und wir dürfen da sehen, wie Gott derjenige bleibt, der die Geschichte in seinen Händen hält, der gute Geschichten schreibt und der Geschichten gut auch zu Ende schreibt und der nicht überfordert ist mit Fehlern und der Lösungen bereithält, wo wir sie vielleicht nicht mehr gesehen haben. Und ich möchte dich einladen, einfach diesen Gottesdienst auf Gottes Wort zu hören, mit uns zu singen, zu beten und auf Gottes Wort zu hören. Und ich möchte jetzt zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der nicht von unseren Fehlern überfordert ist, der überhaupt nicht damit überfordert ist, was wir alles mitbringen, mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten. Du bleibst Gott und du siehst uns und du kennst uns. Du liebst uns mit all dem, was wir eben mitbringen. Und du bist heute noch an unserer Geschichte ganz aktiv dabei und du möchtest zu uns sprechen, uns verändern und uns deine Liebe zeigen. Sprich du durch dein Wort zu uns und schenk du David einfach die Worte, die du zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, dass du uns liebst und uns siehst. In deinem Namen beten wir. Amen. Jesus sagt zu uns, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen und Ruhe geben. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam aufmachen zu ihm, unserer Quelle. Und Ruhe finden bei dem Gott, der uns trägt. Durst hat, ihr ohne Kraft, kommt zu der Quelle und taucht ein in den Lebensstrom, der den Schmerz und die Sorgen vom Herzen spürt, in das Meer seiner Gnade. Das auch im Tiefen trägt. Darum komm, Herr Jesus, komm, wirke unter uns. Komm, Herr Jesus, komm, mach unsere Herzen weit. Komm, Herr Jesus,
Zeiten sein Herz. Komm her, Jesus, komm. Ihr, die ihr Durst habt, ihr ohne Kraft, komm zu der Quelle. Taucht ein in den Lebensstrom, der den Schmerz und die Sorge vom Herzen spült, in das Meer seiner Gnade, das auch im Tiefen trägt.
nicht zu schwer. Du wirst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Oh, wer ist ein Gott wie du, nicht für Guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und wir hatten die letzten 4 Wochen, falls du immer dabei warst, eine Geschichte gemeinsam besprochen, die Geschichte von Ruth. Wenn du zum ersten Mal heute dabei bist, heute kommt das große Finale, heute ist das Ende, heute binden wir alles so ein bisschen zusammen. Und wir haben uns diese Geschichte, die 3000 Jahre alt ist, angesehen und uns dabei die Frage gestellt, was macht eigentlich Gott gerade? Und wir haben uns die Frage nicht einfach nur so gestellt als theoretisches Gedankenexperiment, sondern weil vielleicht gerade in dieser Zeit, wo so viel anders ist, so viel Neues, so viel Überforderung, so viel Unsicherheit, so viele Fragen, so viele Gedanken, weil gerade da diese Frage vielleicht interessant sein kann. Denn für den einen ist es der klarste Beweis, dass es Gott jetzt doch nicht gibt. Der andere hat große Zweifel, wie das alles passieren könnte, wo es denn Gott gibt. Und wieder andere haben gerade durch Gott auch in dieser Zeit Hoffnung und Frieden und Kraft gefunden und geschöpft. Und ich glaube deswegen, egal wo du stehst, ist diese Frage interessant und auch wert zu besprechen. Und bisher hatten wir keine Antwort gegeben und keine Antwort gefunden, sondern diese Geschichte nachverfolgt und haben ein paar Sachen erahnen können. Aber heute kommt es zur Antwort, zur Auflösung, zum großen Finale. Heute beenden wir diese Geschichte. Und ein kurzes, was bisher geschah. Also wir haben angefangen, dass uns eine Familie vorgestellt wurde von Naomi und Elimelech, ihren beiden Söhnen, die aus Bethlehem in ein Nachbarland nach Moab auswandern. Und dort stirbt erst Elimelech und dann die beiden Söhne. Und eine der Schwiegertöchter, Ruth, kommt mit Naomi zurück nach Israel. Dort ist erstmal Trauer und Leid. Und dann beginnen sie langsam wieder zu versuchen, nach Wiederherstellung was Neues anzufangen. Und sie arbeiten auf einem Feld und treffen dort zufällig einen Mann namens Boas. Und Ruth und Boas scheint sich als eine Geschichte zu entwickeln, die heiraten könnten, die Lösung sein könnten. Und dann lesen wir, dass erstmal nichts passiert ist. Und dann nimmt Ruth das Heft in die Hand und geht zu Boas und sagt ihm, heirate mich unter zweifelhaften Umständen, aber sie tut es. Und heute steigen wir ein, dass Boas gesagt hatte, ich kümmere mich drum, ich werde das möglich machen. Und ob Boas das möglich macht, das werden wir jetzt sehen. Und damit möchte ich einsteigen, weil so genau die Geschichte weitergeht. Es ist Ruth Kapitel 4. Boas war inzwischen zum Versammlungsplatz am Stadttor gegangen und hatte sich dort hingesetzt. Da ging gerade der andere Löser, von dem Boas gesprochen hatte, vorbei. Boas rief zu ihm, komm hierher und setz dich. Und der Mann tat es. Also Boas hatte gesagt, ich werde dafür sorgen, ich werde dich heiraten, ich werde deine Familie zu mir nehmen, ich werde dich
lösen. Dieses Konzept des Lösers ist ein Konzept, das ein Familienangehöriger oder der nächste Familienangehörige, da gab es so ein System, eine Witwe oder eine verwitwete Familie aufnehmen soll, sich um sie kümmern soll, damit die Familie und der Name der Familie weitergetragen wird und die Familiengeschichte nicht ändert. Denn die größte Tragödie damals war, dass deine Familie einfach so aufhört und dein Name und deine Geschichte verschwindet. Und so hat Boas gesagt, ich kümmere mich drum, und da gibt es eben einen, der in diesem System vor ihm ist. Und zufälligerweise trifft Boas ihn am nächsten Morgen und sagt, hey du, komm mal her, wir regeln das jetzt. Und dann holte Boas noch 10 Männer, die zu den Ältesten der Stadt gehörten, und sagte zu ihnen, setzt euch hierher zu uns. Und als sie sich gesetzt hatten, sagte er zu dem anderen Löser, du weißt, dass Naomi aus dem Land Moab zurückgekehrt ist. Sie bietet den Landteil zum Verkauf an, dem unserem Verwandten Elimelech gehört hatte. Also es gab diese Regelung, dass Verwandte den Landbesitz, den eine Familie mal hatte, das war alles aufgeteilt, zurückkaufen konnte oder sogar zurückkaufen musste. Die Idee war, dass niemandem die Lebensgrundlage entzogen wird, sondern selbst wenn jemand mal sein Land verloren hatte, warum auch immer, dass es wenigstens in der Familie blieb und ein anderer das zurückkaufen durfte. Und diese Pflicht, diesen Brauch erinnert Boas jetzt diesen anderen Mann. Und Boas sagt weiter, ich wollte dir das sagen und dir den Vorschlag machen, erwirb den Landteil Elimelechs in Gegenwart der hier sitzenden Männer und in Gegenwart der Ältesten meines Volkes. Sag, ob du deiner Verpflichtung nachkommen und von deinem Recht als Löser Gebrauch machen willst oder nicht. Ich will es wissen, denn du bist der Erste an der Reihe und nach dir komme ich. Und der andere antwortete, ich mache es. Warum sollte er das auch nicht machen? Das ist ein super Deal. Also er kriegt angeboten, hier ist ein Stück Land, hier kannst du deinen Besitz, deinen Wohlstand zu einem wirklich guten Preis vergrößern. Deine Kinder werden mal mehr erben, du kannst mehr produzieren, du wirst reicher, dein Einfluss wird größer. Das ist ein super Deal. Und ja, da ist diese Naomi dabei, eine Witwe, und die kriegen wir schon satt gemacht und wer weiß, wie lange die noch lebt. Das ist ein guter Deal. Ich mache das. Und kurz bevor es zum Abschluss kommt, sagt Boas, ihr habt da eine Kleinigkeit, die habe ich vergessen, nur eine kleine winzige Sache. Und Boas fuhr fort, wenn du von Naomi das Feld Elimelechs übernimmst, musst du zugleich die Verpflichtung übernehmen, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und anstelle ihres verstorbenen Mannes einen Sohn zu zeugen. Dem wird später das Feld zufallen, damit der Name des Verstorbenen auf dessen Erbbesitz weiterlebt. Das ist so das Kleingedruckte, was die Situation komplett ändert. Also Boas ist überhaupt nicht naiv und Boas hat hier nicht blind gehandelt oder riskiert, dass der andere vielleicht in der Linie vor ihm kommt und ihm den Deal wegschnappt, sondern er hat das schon bewusst so eingefädelt und jetzt kommt er nach. Und übrigens, wenn du das machst, dann musst du Ruth auch heiraten und wir wissen nicht, ob der verheiratet war oder ob Ruth da eine Zweitfrau gewesen wäre. Du musst aber auf jeden Fall einen Sohn mit ihr zeugen und dieser Sohn wird dann alles erben. Also nichts da, dass dein Einfluss größer wird, dass deine Familie größer wird und dass deine Kinder mehr erben. Nein, es wird um Ruth und diesen anderen Mann gehen und dessen Name wird weiterleben und dessen Besitz bleibt bestehen. Du musst deine Ressourcen für sie einsetzen. Und dann sagt der Mann, oh, wenn das so ist, dann verzichte ich. Ich schädige sonst meinen eigenen Erbbesitz. Ich trete dir mein Recht als Löser ab. Ich kann es nicht wahrnehmen. Und wir wissen nicht, ob er das finanziell nicht stemmen konnte oder ob er einfach nicht wollte. So oder so ist er nicht bereit, das, was er hat, seine Ressourcen, seine Finanzen, seine Energie zu geben, um wiederherzustellen, um zu lösen, um zu erlösen. Er ist nicht bereit, ein Erlöser zu sein, weil das wäre teuer gewesen. Er hätte was einsetzen müssen. Wiederherstellung, Erlösung, Erneuerung, die kostet was. Und er, warum auch immer, ist nicht bereit, das zu machen. Und er übergibt die Möglichkeit quasi an Boas. Und darauf hat Boas nur gewartet. Und dieser Mann, der zog seinen Schuh aus und gab ihn Boas mit den Worten, erwirb du das Feld. Mit diesem Zeichen bestätigte man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen den Wechsel des Besitzrechts an Grund und Boden. Finde ich einen klasse Brauch, sollten wir heute auch mal machen. Wenn du ein Haus kaufst, gib dem anderen mal deinen Schuh und sag mir, was passiert ist. Fände ich witzig. Auf jeden Fall gibt er ihm den Schuh und sagt, Boas wandte sich dann, wahrscheinlich mit dem Schuh in der Hand, an die Ältesten und die anderen anwesenden Männer und sagte, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte.
Boas nimmt das sofort an. Boas hat sich's vorüberlegt und Boas ist bereit, seine Ressourcen einzusetzen, um Ruth, um Naomi, um diese Familie zu lösen, zu erlösen, wiederherzustellen. Er ist bereit, ein Stück von aufzugeben, dass nicht mal sein Name weiterlebt, sondern er ist bereit, das zu geben. Diese Erlösung, diese Wiederherstellung, dass die Welt besser wird, dass Naomi und Ruth gerettet werden aus ihrer Situation, passiert nicht einfach so, die kommen nicht aus dem Nichts, sondern das kostet was. Und Boas ist der, der hier bereit ist, was aufzugeben. Er setzt Zeit, er setzt Geld, er setzt Emotionen, Energie ein, um das möglich zu machen. Und er sagt das, und er sagt, scheint aber das nicht zu bereuen, sondern er sagt, das ist es wert. Ich habe damit auch die Moabiterin Ruth, die Witwe Machlons, als Frau erworben und die Verpflichtung übernommen, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem sein Erbsitz gehören wird. Machlons Name soll seiner Sippe nicht vergessen werden und seine Familie soll in dieser Stadt und in Israel bestehen bleiben. Ihr habt meine Erklärung gehört und seid dafür Zeugen. Er macht diese große Ansage und hier wird mehrfach auf einmal dieser Machlon wieder erwähnt. Wir hatten die ganze Zeit nichts von ihm gehört. Wir wussten bisher noch nicht mal, dass Ruths Mann dieser oder Machlon die Ruth geheiratet hat. Und jetzt wissen wir es und es wird mehrfach betont und Boas sagt, hey, sein Name wird weiterleben. Er gibt etwas von sich auf für jemand anders. Und Boas hat sich tatsächlich darum gekümmert. Er hat gesagt, ich mache das, und er hat es möglich gemacht. Aber warum wird hier Machlon auf einmal so viel genannt und beschrieben? Warum wird das alles wieder hochgeholt? Weil eine Frage, die man hier stellen kann, die eine Spannung ist, die auch unangenehm ist. Okay, jetzt hat Ruth vielleicht bald wieder einen neuen Mann und eine neue Familie, aber sie hatte doch auch schon mal einen anderen Mann und hatte den verloren. Und wie geht sie eigentlich damit um? Macht es das wieder gut? Okay, jetzt ist Boas da und gibt eine neue Ehe und eine neue Heirat und jetzt, wie aus dem Nichts, ist alles wunderschön und alles toll. Nein, wir werden hier mehrfach daran erinnert, dass da ein Verlust war, dass da Schmerz war. Und hier scheinen Hoffnung und Freude und neues Leben und Verlust und der alte Zerbruch scheinen ganz nah beieinander zu liegen. Und obwohl es hier auf ein Happy End hinausläuft und Gutes passiert, scheint der Autor hier einzubauen, hey, da war ein Verlust und der ist zumindest immer noch irgendwie präsent, auch wenn wir nicht genau wissen, wie er für Ruth präsent ist. Aber es wird so genannt. Hoffnung und Trauer sind hier nah beieinander. Und nachdem Boas diese Ansage gemacht hatte, reagieren die Ältesten und die Männer der Stadt und bestätigen das. Und sie sagen, wir sind dafür Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, kinderreich wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Möchtest du in der Sippe Ephrat zu Reichtum und Einfluss gelangen und möge dein Name berühmt werden in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. Und diese Männer machen eine große Ansage und wie so eine Hochzeitskarte, wo sie das bestätigen. Und das, was sie da sagen und die Namen, die sie da nennen, das ist nicht der Standardspruch, den man damals auf Hochzeitskarten geschrieben hat, sondern das ist eine wirklich große Ansage. Also Rahel und Lea sind die beiden Stammesmütter Israel, Schwestern, die sich die ganze Zeit gestritten haben, den gleichen Mann hatten und um ihre Kinder konkurriert haben, aber daraus, aus dieser komischen Situation, sind die 12 Stämme Israel geworden. Und dann wird da noch eine Tamar und ein erwähnt, die einen Peres geboren hat. Tamar und Juda waren Schwiegervater und Schwiegertochter und der Schwiegervater ist ins Bordell und da hat sich Tamar als Schwiegertochter, als Prostituierte ausgegeben und dadurch ist Peres entstanden. Wieder eine unfassbar abgefahrene, zweifelhafte Geschichte. Warum ist die da? Aber Peres ist einer der Anführer des Stammes Judas, der größte Stamm ist und er ist der wichtigste Mann geworden zu seiner Zeit. Und so sagen sie, hey, ihr habt vielleicht eine zweifelhafte Geschichte. Da ist Ruth, die Moabiterin, die Witwe. Sie hat sich alles das nicht so vorgestellt. Boas, du warst lange alleine und hattest keine Familie und keine Frau. Und du hast dir das sicher auch alles anders vorgestellt. Aber möge Gott, so wie in der Vergangenheit, aus genau solchen Geschichten etwas wirklich Besonderes hat hervorgehen lassen, möge er das bei euch auch tun. Und mögen eure Kinder einen ähnlichen Einfluss haben wie die Stammväter Israel, wie der wichtigste Mann im größten Stamm von Israel.
Das ist ein Riesengebet. Ich weiß nicht, ob Boas mit so einer Reaktion gerechnet hatte. Ich weiß nicht, ob er sagt so, jetzt haltet mal den Ball flach. Aber diesen Riesensegen, dieses Riesengebet sprechen diese Männer aus. Und dann passiert, was sich abgezeichnet hat, worauf wir hingefiebert haben. Und so nahm Boas Ruth zur Frau. Und er ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Und da sagten die Frauen zu Naomi, übrigens dieser Satz, so nahm Boas Ruth zur Frau, der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. So ganz viele Sachen, auf die lange hingefiebert wurde, ohne viele Details, einfach so erwähnt. Das ist das letzte Mal auch, wo Ruth vorkommt. Anscheinend, ich dachte, das wäre die Geschichte von Ruth. Wieso wechselt das jetzt? Und dann sagten die Frauen auf einmal zu Naomi, Herr, der Herr sei gepriesen. Er hat heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Name des Kindes berühmt werden in Israel. Und vielleicht hast du es gemerkt, hier ist das Kind auf einmal der Löser für Naomi. Moment mal, war nicht gerade noch Boas der Löser für Naomi und Ruth? Wieso wechselt denn das jetzt auch? Worum geht es denn hier? Was ist in dieser Geschichte los? Hat der Erzähler seinen Faden verloren? Was will er denn machen? Was will er denn sagen? Es ist Verwirrung um den Löser, Verwirrung, worum die Geschichte geht. Und das Kind, es wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Denn es ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, an ihr hast du mehr als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß und wurde seine Pflegemutter. Und da ist dieses Bild von Naomi, wie sie wieder ein Kind auf dem Schoß hat. Und auch hier werden wir erinnert an das, was war. Er bringt Lebensmut zurück, denn der ganze Lebensmut war weg. Naomi hatte ihren Mann verloren. Naomi hatte 2 Söhne verloren. Und ja, sie hat Ruth, die sie wirklich liebt. Und diese Ruth ist so besonders, sie ist besser als 7 Söhne. Und da ist auch ein anderes Kind jetzt da. Aber trotzdem werden wir auch hier wieder erinnert, dass ja, hier ist Freude und ja, hier ist Hoffnung, ja, hier ist neues Leben. Aber auch hier werden wir erinnert an Trauer, an Verlust. Und Christsein oder Glauben oder mit Gott, auf Gott zu hoffen, dass Gott handelt. Und wenn Gott handelt, das heißt nicht, dass auf einmal das wieder gut gemacht ist. So, das eine Kind ist gestorben, jetzt hat sie ein anderes, zack, es ist alles auf Null gesetzt oder wieder gut gemacht. Nein, das ist überhaupt nicht so. Auch diese Geschichte will das nicht andeuten. Sie deutet weiter an die Erinnerung an Verlust und den Schmerz, der da ist. Und gleichzeitig die neue Freude und die neue Perspektive und die neue Hoffnung. Jetzt ist Freude, aber die Erinnerung an Verlust ist da. Jetzt ist Leben, aber die Erinnerung an den Tod ist da. Und Naomi wird mit diesem Bild, die Oma, die ihren Enkel im Arm hat, die wieder lächeln kann, die wirklich auch wieder Freude erleben kann. Da ist Wiederherstellung für sie. Ruth ist keine Witwe mehr, sondern hat eine Familie. Und die Familie hat wieder einen Stammhalter. Naomi ist nicht mehr allein, sondern hat nicht nur Ruth, sondern jetzt auch ihren Enkel da. Und auch wieder sagen hier die Frauen, dass dieses Kind, das sei gesegnet und es soll groß werden. Und die Nachbarn, die kamen nochmal, anscheinend waren die sehr beschäftigt mit Naomi. Die Nachbarn kamen, um ihnen einen Namen zu geben und sie sagten, Naomi ist sein Sohn geboren worden und sie gaben ihm den Namen Obed. Und Obed wurde der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. Und wieder scheint hier die Geschichte den Faden zu verlieren. Moment mal, der ist doch Ruth geboren. Und wieso geben die Nachbarn dem einen Namen? Und dann heißt dieses Kind Obed. Und Obed bedeutet sowas wie Diener oder Knecht. Ich dachte, der sollte dieser große Stammesherrscher, Fürst, das habt ihr doch gewünscht. Jetzt nennt ihr den Diener. Das passt doch alles gar nicht zusammen. Was ist denn mit dieser Geschichte los? Und dann, wie so im Nebensatz. Und Obed wurde Vater Isais und Isai der Vater des Königs David. Es wird einfach so gesagt und hineingeworfen. Die Familie ist nicht zu Ende. Die größte Tragödie damals ist abgewendet. Die Familie geht weiter. Aber wie sie weitergeht, ist eigentlich unfassbar. Und bei aller Verwirrung, das ist auf einmal der ganze Fokus. Der Vater von Isai, der Vater von König David. Das bedeutet, dass Ruth die Uroma und Obed wird der Opa von David. David ist die bedeutendste Persönlichkeit in der Geschichte von Israel. Er ist der König, der das Land zur Blüte bringt, der für Wohlstand, für Gerechtigkeit, für Befreiung von Feinden, für Frieden sorgt, der das Volk zu Gott zurückführt,
Das ist die beste und größte Zeit. Er ist der König, die Figur in der Geschichte Israels. Und auf einmal geht die Linie dahin. Gottes Geschichte mit seinem Volk geht dahin. Und auf einmal ist die Frage, worum geht es in dieser Geschichte eigentlich? Was ist hier los? Ich dachte, es geht um Alltagsprobleme, um Tragödie, um Chaos. Und ja, darum geht's. Aber auf einmal geht eine Perspektive auf. Es ist nicht nur Ruths Geschichte oder Naomis Geschichte oder Boas Geschichte. Nein, diese Geschichten sind eingebettet. Sie sind Teil einer riesengroßen Geschichte. Und es ist die Geschichte Gottes. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und dass wir das nicht vergessen, das wird nochmal deutlich mit den letzten Versen in dem Buch. Und wir würden so wahrscheinlich eine Geschichte nicht aufhören. Für die Leute damals war das aber ein wirklich brillantes ein Ende, wo sie gestaunt haben. Und da heißt es, die Liste der Nachkommen von Peres. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Wieder. Da wird ein Stammbaum aufgezählt. Das wird eine Geschichte. Da werden verschiedene Geschichten aneinander gereiht. Da geht es um eine Linie. Da geht es um eine fortschreitende Linie, eine Geschichte von Peres zu David. Und genau diese Abfolge, genau diese Reihenfolge von Männern, die nacheinander aufeinander folgen, findet sich ist ganz am Anfang vom Neuen Testament, in Matthäus 1, gibt es auch einen Stammbaum, eine Geschichte, die weitergeht. Und da kommen genau diese Leute vor. Da werden jeweils auch die Mütter noch genannt in Matthäus, da wird Tamar genannt, da wird Ruth genannt. Und dieser Stammbaum in Matthäus, der geht auf einen gewissen Jesus. Der geht hin bis zu Jesus Christus, dem Zentrum dieser ganzen Bibel, dem ganzen Zentrum der christlichen Geschichte, dem Zentrum unserer Zeit, in Vor- und nach Christus, dem Zentrum der gesamten Geschichte Gottes mit dieser Welt. Worum geht diese Geschichte eigentlich? Um Ruth? Ja, aber nicht nur. Naomi? Ja, aber nicht nur. Boas? Ja, aber nicht nur. David? Ja, auch, aber auch nicht nur. Es geht ultimativ um die ganz, ganz große Geschichte Gottes. Und diese Geschichte von Ruth und Naomi ist ein Puzzlestück darin. Und sie soll uns zeigen, sie soll uns erahnen lassen, was diese größere Story ist. Denn die Geschichte Gottes mit dieser Welt, die Geschichte, in dessen Zentrum Jesus steht, ist eine Geschichte der Wiederherstellung, eine Geschichte der Erlösung. Gott will keine Geschichte mit der Welt schreiben, wo er verurteilt, wo er verdammt, wo er zerstört, wo er kaputt macht. Es ist auch keine Geschichte, wo er uns vergisst, uns liegen lässt. Es ist keine Tragödie. Es ist eine Geschichte der Wiederherstellung, der Erneuerung, der Erlösung. Es ist eine Erlösungsgeschichte. Gott will erlösen und er will wiederherstellen. Und das meiste davon passiert im Hintergrund. Das meiste davon sehen wir nicht. Bei Ruth und Naomi passiert ganz, ganz viel im Hintergrund und wir sehen es nicht und wir merken es nicht. Aber Gott ist was Großes am Tun. Und manchmal tritt er selbst auf. Die Geschichte von Ruth ist ein Puzzlestück. Jesus selbst und seine Geschichte ist das Zentrum. Denn Gott, der Autor dieser Geschichte, der wurde selbst auch der Hauptdarsteller. Er ist in Jesus Mensch geworden und auf diese Welt gekommen. Und er ist mitten in diese Welt hineingekommen. In alle Tragödie, in allen Zerbruch, in alle Schmerz, in alle Fehler, in alle Schuld, in alle Sünde, in alles, was nicht so ist, wie es sein soll, ist Gott in Jesus hineingekommen. Gott wurde Mensch. Jesus ist selbst unter zweifelhaften Umständen geboren. Eine 14-Jährige, die einfach so schwanger wird, ohne zu heiraten. Jungfräuliche Empfängnis, alles klar. Jesus hat selbst diese Geschichte mitgenommen und miterlebt. Und er durch sein Leben, durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung, er ist der Erlöser geworden. Er ist der Erlöser. Da gibt es keine Verwirrung mehr. Es geht um ihn und er ist im Zentrum. Er nimmt alle Schuld auf sich. Er bezahlt alle Schuld. Er vergibt alle Schuld und befreit. Er nimmt alle Scham auf sich und er
stellt wieder her und er gibt Würde und Ehre zurück und er nimmt an und er holt uns in seine Familie. Er vertreibt Angst, er besiegt den Tod und sorgt für neue Hoffnung. Hoffnung auf ein wirklich großes, schönes Ende, wo Leben und Freude regieren. Er ist der Erlöser, er ist das Zentrum, er ist der Schlüssel. Es ist seine Geschichte mit dieser Welt. Und das Abgefahrene ist, Jesus ist das Zentrum, es ist seine Geschichte. Aber immer wieder, alles davor vor Jesus und alles nach Jesus, er lädt Menschen ein, Teil dieser Geschichte zu werden. Und weißt du, er lädt nicht die offensichtlichen Kandidaten, die Hochqualifizierten, die Hochgeistlichen, die einen perfekten, brillanten Lebenslauf haben, die richtigen Leute kennen, die Besten ihrer Klasse. Er lädt nicht die ein, die lädt er auch ein. Aber ins Zentrum seiner Geschichte holt er immer wieder Ausgegrenzte, Gebrochene und Gescheiterte. Ins Zentrum der Erlösungsgeschichte Gottes holt er die, die wahrscheinlich sonst keiner da reinholen würde. Er nimmt die Gebrochenen, erlöst sie und macht sie selber zum Teil dessen, wie er wieder andere erlöst, erneuert und die Botschaft von, dass Schuld vergeben wird, dass Scham beseitigt wird, dass Angst überwunden wird, dass der Tod besiegt ist, in die Welt hinausbringt. Gott sucht nicht die Besten, Gott sucht die Gebrochenen, um sie ins Zentrum zu bringen. Er nimmt Ruth, er nimmt Naomi, um sie ins Zentrum zu bringen, um David daraus zu bringen und dann ultimativ Jesus. Und diese Geschichte ist aufgeschrieben. Vielleicht hätte es eine viel heldenhaftere Geschichte gegeben, wo offensichtliche Kandidaten gewesen wären, die David legitimiert hätten, die Jesus legitimiert hätten. Aber es wird diese Geschichte genommen, weil sie genau das ausdrückt, worum es Gott geht, dass er erlöst und wiederherstellt. Und Jesus ist der Hauptfigur, der erlöst. Und vielleicht ist das dir in den letzten Wochen irgendwie bewusst geworden. Vielleicht hast du Gott ganz neu gesehen durch diese Geschichte. Vielleicht siehst du es heute ganz neu. Das, was Gott gerade tut, ist, er will erlösen und erneuern. Und er will dich da einladen. Und vielleicht sind die Fragen in dir gerade groß geworden. Hey, wofür lebst du eigentlich? Womit beschäftigst du dich? Was ist zentral in deinem Leben gerade? Wofür willst du Energie und Ressourcen aktuell einsetzen? Wofür lohnt es sich, wirklich zu leben? Und die Einladung von Jesus ist, es lohnt sich wirklich, für mich zu leben. Ich will dich erlösen, wo immer du gerade stehst. Und ich möchte deine Biografie, egal wie gebrochen sie ist, ins Zentrum von meiner Geschichte holen. Dich selbst erlösen und dann mit dir meine Erlösungsgeschichte mit dieser Welt weiterschreiben. Wenn du das gesehen hast, dann lade ich dich ein, dass du reagierst und du kannst es einfach Gott sagen. Sagen, Gott, ich will das erleben. Ich will von dir erlöst werden und ich will Teil deiner Geschichte sein. Theologisch heißt dieses Reden Gebet und was wir tun, ist Glauben und Vertrauen. Und du kannst es Gott einfach so sagen, da gibt es keine Form. Und dann wirst du erleben, wie Gott mit dir handelt. Und wenn du das erlebt hast, wenn du sagen kannst, ja, Jesus ist tatsächlich mein Erlöser, er hat meine Biografie genommen und er verändert sie und er schreibt sie neu und er stellt sie wieder her, dann möchte ich dich in dieser Zeit explizit nochmal daran erinnern, wer Jesus ist und was hier gerade passiert. Dass alle Umstände, die gerade passieren, nichts daran ändern, dass Gott das immer noch tut. Er schreibt seine Erlösungsgeschichte. Und er will dich dazu einladen. Und vielleicht bist du in der letzten Zeit, ist das untergegangen. Das war alles zu viel. Es sind zu viele Überfragen, zu viele Herausforderungen, zu viele Themen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Du hast dich zurückgezogen, du hast dich abgekapselt. Vielleicht hast du viel mehr Zeit mit deinen Hobbys verbracht als jemals zuvor. Und gleichzeitig merkst du vielleicht auch eine Unzufriedenheit mitten in all dem, was du gerade tust. Ich möchte dich einladen, zu sehen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dass es in dir Hoffnung weckt. Hoffnung, die dich vertrauen lässt und Frieden lässt, ja. Aber Hoffnung, die dich auch aktiv werden lässt. Ich möchte dich einladen, aktiv zu werden. Aktiv Teil dieser Geschichte zu werden, was Jesus getan hat, deine Ressourcen einzusetzen für andere. Vielleicht war auch in den letzten Wochen dein Erleben eher
dass du eine komplette Überforderung hast. So viele Entscheidungen, die es zu treffen gilt, so viele Faktoren, die ich nicht kontrollieren kann. Was wird morgen sein? Und irgendwie muss ich alles im Griff haben. Lass mich dich erinnern, dass du nicht alles im Griff haben musst. Gott ist der, der seine Geschichte schreibt. Und du darfst dabei sein. Und ja, du sollst aktiv sein, aber die Kraft muss nicht aus dir kommen. Die Kraft kann daher kommen, wenn das du siehst, was Jesus für dich getan hat. Und zu dieser Kraft kann echter Friede kommen, weil du weißt, dass Gott selbst am Werk ist. Und er selbst durch zweifelhafte Geschichten, selbst wenn du nicht alles richtig machst, er seine Geschichte weiterschreibt. Was macht Gott gerade? Er schreibt seine Erlösungsgeschichte mitten im Chaos, mitten durch ganz normale Menschen, mitten durch gebrochene Biografien. Jesus will uns erlösen, so wie er Ruth, Naomi manches wiederhergestellt hat. Aber er hat noch eine viel größere Perspektive. Er will die ganze Welt erlösen. Naomi und Ruth haben manches davon relativ schnell gesehen, nach einigen Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten. Manches hat viel länger gedauert. Und so wird es auch bei uns sein. Manches können wir vielleicht mit dieser Perspektive neu bewerten gerade. Manches wird vielleicht auch noch dauern. Aber ich lade uns ein, hoffnungsvoll zu vertrauen und aktiv zu sein, weil wir wissen, dass wir Teil von Gottes Geschichte sind und unsere Ressourcen, unsere Energie, unsere Zeit für Gott und für andere einsetzen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns neu vor Augen führst, dass deine Geschichte so wunderschön, so großartig, so heldenhaft, so abenteuerlich ist, dass du, der große Gott, in diese Welt gekommen bist, Mensch geworden bist, nicht um zu verurteilen, nicht um zu verdammen, sondern zu erneuern. Wie leicht ist es, wegzuschmeißen? Wie viel schwerer ist es, all das Gebrochene wieder zu erneuern? Und du kommst zu uns und du willst uns nicht wegschmeißen oder verurteilen, auch wenn das viel leichter wäre, sondern du willst uns mit allem, was in unserem Leben los ist oder los war, einladen. Du willst uns erneuern, du willst uns wiederherstellen und uns in deine Geschichte hineinholen. Und wir bitten dich, dass wir das sehen. Gott, ich bitte dich für die von uns, die das bisher noch nie gesehen haben, die bisher vielleicht noch gar nicht wissen, wofür sie leben, dass das ein Moment ist, wo sie erahnen, dass die Geschichte ihres Lebens so großartig sein kann, wenn sie sich an dich hängen. Und ich bitte, dass du den Mut gibst, den Schritt zu gehen, das Risiko einzugehen, an dich zu glauben. Und ich bitte dich an die von uns, die das schon mal geglaubt haben, aber vielleicht gerade vergessen haben, wo wir uns in Ängsten verloren haben, wo wir uns abgekapselt haben und gleichgültig geworden sind. Und bitte ich, dass du Aktivität und Handeln zurückbringst, aber genauso mitten in der Herausforderung und im Aktivsein Frieden und Ruhe schenkst. Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, das zu sehen, was du tust. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass du mit deiner Liebe, mit deiner Güte mitten im Chaos involviert bist. Dass du unsere gebrochenen Biografien nimmst und sie Teil deiner Geschichte machst. Danke dafür. Amen. Schön, bunte Farben brüllt, das jetzt im tiefen Tag geht mir die Sonne auf. Suche ihre Strahlen, ich folge ihrem Lauf. Bei dir dunkel ich bestehen. Thank you.
jetzt im tiefen Schmerz, dass ich dein Werben zu. Wer kümmert sich um mich? Wer kennt mich so wie du? Was jetzt im tiefen Not seh ich, wie sehr du fehlst. Wenn du mein Herz nicht wärmst, mit neuem Mut besetzt, bei dir kann Dunkel nicht bestehen. Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Und wir feiern Abendmahl, weil wir uns dadurch auf den fokussieren, auf Jesus fokussieren, der das Zentrum von Gottes Geschichte ist. Jesus, der nicht als der triumphale, über allen Dingen Schwebende gekommen ist, um zu erlösen und zu retten, sondern der mitten in diese Welt hineingekommen ist. Der einen Körper aus Fleisch und Blut bekommen hat, damit dieser Körper, damit er den geben kann, damit sein Leib gebrochen werden kann, sein Blut vergossen werden kann, um zu erlösen, um Schuld zu bezahlen, Scham wegzunehmen und Ängste zu vertreiben und um diese Geschichte felsenfest zu verankern, damit wir wissen können, dass Gott wirklich erlöst, wirklich wiederherstellt und am Ende alles neu sein wird. Und gerade leben wir noch in der Spannung aus Hoffnung und Trauer. Manches ist schon neu und manches noch nicht. Aber wir erinnern uns daran, wenn wir Abendmahl feiern, wer Jesus ist, was er getan hat. Wir sind für dankbar, was schon ist. Und wir freuen uns auf das. Und wir warten sehnsüchtig auf das, was noch kommen wird. Und das drücken wir aus, wenn wir uns daran erinnern. Und ich möchte die Worte lesen, die Jesus selbst dazu gesagt hat. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Und wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, dann verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und mit diesen Worten möchte ich dich einladen, dich zu erinnern. Dich zu erinnern, was Jesus getan hat und auch dich daran zu erinnern, was Jesus gerade tut. Zu erneuern, bis er eines Tages wiederkommt. Wir stehen da mittendrin. Und ich möchte dich einladen, dass wir durch diese Lieder und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, unseren Blick, unseren Fokus auf Jesus richten. Und wer er ist
und wie er es tut und dass er wirklich der ist, der erlösen möchte. Gott, du bist anders. Jesus, du bist anders, ganz anders, als wir dich oft sehen. Du setzt dich zu Schwachen und Kranken, der Stolze und Mächtige stehen. Du sagst, dass die Großen auf Erden am Ende die Machtlosen sind, dass wir erste Nachfolgern werden, wenn wir so vertrauen wie ein Kind. Ja, wenn wir vertrauen wie ein Kind. Du bist groß, weil du klein geworden bist. Gott, der Herr, der selbst Kind geworden ist, kam uns nach, der Gott des Universums seine heißgeliebten Kinder nicht vergisst. Sie niemals vergisst. Jesus, du bist anders, du sprengst unsere Vorstellungskraft. Du herrschst über himmlische Welten und steigst auch vom Himmel herab. Du suchst nicht den eigenen Vorteil, du gehst selbst den untersten Weg, verzichtest auf all deine Rechte, darum behältst du den Sieg. Ja, darum behältst du den Sieg. Du bist groß, weil du klein geworden bist. Gott, der Herr, der selbst Kind geworden ist, kam uns nah, weil der Vater vermisst, weil der Gott des Universums seine heißgeliebten Kinder nicht vergisst. Du bist groß, weil du klein geworden bist. Gott, der des Universums seine heißgeliebten Kinder nicht vergisst, weil er seine Kinder nie vergisst. Gott, du bist anders. Lass uns Jesus unsere Liebe ausdrücken. Auch wenn wir niemals so lieben können wie er, freut er sich doch darüber.
hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem liebenden Arm, ganz nah bei dir, mein Gott. In deinem liebenden Arm, in deinem liebenden Arm, halte mich fest, ganz nah bei dir. Mich geborgen in deinem Arm, in deinem Arm, in deinem Arm, in deinem Arm, wirkst du mich her, in deinem Arm, in deinem Arm. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, mein Jesus. Du hast so viel getan, du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz allein. Es gibt keinen Ort, wo ich Liebe will, in deinem liebenden Arm, in deinem liebenden Arm, in deinem liebenden Arm, halte mich fest, ganz nah bei dir. Es gibt keinen Ort, wo ich Liebe will, als in deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deiner Arm. Denn du bist lieb, in deinem Arm, in deinem Arm, weiß ich mich geborgen. Ich wünsche dir für deinen Alltag, für deine nächste Woche, dass du das Vertrauen hast, dass Gott da ist, dir nahe ist, deine Geschichte sieht und kennt und sie in seinen Händen hält. Wenn du uns als Kirche noch nicht kennst und kennenlernen möchtest, dann kannst du gerne mit uns in Kontakt treten, indem du auf unserer Website auf den Button Kontaktkarte klickst, das Formular ausfüllst und dann werden wir uns bei dir melden. Du hast aber auch die Möglichkeit, am 6. September an unserer Picknickaktion teilzunehmen, wo wir uns als ganze Gemeinde in Kleingruppen in der Stadt treffen werden, in Parks und Gärten,
und du die Chance hast, neue FCCler kennenzulernen oder alte auch wiederzusehen. Du hast noch die Möglichkeit, dich bis heute Abend anzumelden unter picnic@frankfurtcitychurch.de. Melde dich an und sei dabei. An dem Sonntag findet dann kein Gottesdienst statt, sondern erst wieder am 13. September, wo wir dann mit dem Livestream starten. Falls du auch den Newsletter noch nicht bekommst und weiter über die Dinge, die wir hier in der Gemeinde tun, informiert bleiben möchtest, kannst du auch den über unsere Website abonnieren. Mit der heutigen Kollekte wollen wir das Projekt Christian Medical Outreach im Libanon unterstützen, das notleidende Menschen nach der massiven Explosion vor einigen Wochen mit Basisversorgungspaketen unterstützt. Eins dieser Basispakete kostet 40 Euro und reicht für einen Monat. Zu dem Team gehört auch Markus Warscher hier aus der FCC und wir wollen gerne als Kirche auch dort helfen, denn die Situation wird für einige Monate dort noch herausfordernd bleiben. Wenn du die Möglichkeit hast und das gerne mit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Website weitere Informationen zum Projekt und zu der Art und Weise, wie du spenden kannst. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes empfangen wir jetzt noch den Segen Gottes, den David uns zuspricht. Ich möchte jetzt noch den Segen sprechen. Gott, der Herr, der Allmächtige, er segne dich und er behüte dich. Er blicke dich freundlich an und er sei dir gnädig. Er wende sich dir in seiner Liebe zu und er gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und dann vielleicht bis in 2 Wochen live hier in der FCC.
Thank you.